Hallo und herzlich willkommen in meinem Musikzimmer zu Birgits Musikstunde. Heute spielen wir eine Musette nach einer Melodie von Johann Sebastian Bach. Musette ist französisch und heißt Dudelsacklied. Es geht an die Tasten. Die rechte Hand spielt die Melodie und beginnt mit dem G mit dem fünften Finger. Takt 1 und 2. 4, 3, 2, 1, 5. 4, 3, 2, 1. Einmal zum Mitspielen. Und 5. 4, 3, 2, 1, 5. 4, 3, 2, 1. Ich spiele Takt 3 und 4. Der erste Ton ist das E. 3, 4, 5, 4, 3, 2, 5, 3, 1. Takt 4 ist etwas schwierig zu spielen. Wir spielen ein D, G, E, C. Nimm die Hand einmal in die Luft und spielt 2, 5, 3, 1. Nochmal. 2, 5, 3, 1. Das ist der vierte Takt. 2, 5, 3, 1. Wir spielen von vorne die ganze Zeile mit der rechten Hand. Und 5, 5, 3, 4, 5, 2, 5, 3, 1. In der zweiten Zeile, in Takt 5. Ihr habt es erkannt, das ist identisch mit Takt 1 und 2. Wir spielen jetzt Takt 7 und 8. Und zusammen 3, 4, 5, 4, 3, 2, 5, 1. Wir spielen die ganze zweite Zeile Takt 5 bis 8. Einzige schwierige Stelle ist der Schluss. Spielt einmal 2, 5, 1. Und nochmal 2, 5, 1. Und auf Tasten 2, 5, 1. Gut gemacht. Drück den Pausenknopf und spiele die rechte Hand noch ein paar Mal. Wenn du soweit bist, dann drücke auf Weiter. Wir spielen jetzt die linke Hand. Die linke Hand. Den Zweierakkord C und G. Und im dritten Takt spielt die linke Hand das gleiche, was die rechte spielt. E, F, G, F, E, D, E, E, C. Nochmal mit Zahlen, sprecht und spielt mit. 3, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 3, 5. Takt 5 und 6 ist identisch mit Takt 1 und 2. So brauchen wir nur noch Takt 7 und 8 zu spielen. Takt 1 und 2 mit zwei Händen. Die rechte Hand fängt an mit dem G, die linke spielt den Zweierakkord. Beide Hände das gleiche. E, F, G, F, E, D, E, E, C. Takt 5 und 6 ist wieder identisch mit dem Anfang. Und Takt 7 und 8 geht wieder parallel in beiden Händen. E, F, G, F. Spiele langsam beide Hände einige Male miteinander.